Er kann seit der Bundestagswahl fast jeden Tag erklären, wie und wie gut Jamaika in Schleswig-Holstein funktioniert. Und er will heute erklären, dass bei Jamaika bislang gar nicht viel rausgekommen ist. Nach 100 Tagen schwarz-gelb-grün. Für die Koalitionäre waren es bislang überwiegend glückliche Tage. Und dass Berlin sich nun von ihnen etwas abgucken muss, scheint das Selbstbewusstsein noch zu stärken. Vor allem bei denjenigen, die Jamaika in Berlin mitverhandeln werden. Heute nun will die Regierung sagen, was sie in der kurzen Zeit schon alles geschafft hat und was sie vorhat. Mehr Akzeptanz für Windenergie, mehr Digitalisierung, mehr Tempo bei allem. Diese Koalition löst tradierte Grenzen auf. Wir überwinden in Teilen auch das Lagerdenken. Wir finden pragmatische Antworten. Im Übrigen, so Günther, gäbe es wichtigere Themen als eine Obergrenze für Flüchtlinge. Auch für den Familiennachzug wolle sich das Kieler Kabinett in Berlin einsetzen. Mit Werf arbeitet sich der Ministerpräsident dann an Ralf Stegner ab. Fast wie früher, als Stegner noch Chef einer Regierungsfraktion und Daniel Günther noch Oppositionschef war. Dabei müsste es doch umgekehrt sein, ist es dann auch. Was Sie nicht so alles schaffen. Sie verbinden die Getrennten, Sie schlagen Bögen, Sie gleichen die Unausgeglichenen aus, Sie überwinden tradierte Grenzen, das Lagerdenken, Sie bauen Brücken, Sie sind das mittelstandsfreundlichste Bundesland. Sie stehen einem Digitalisierungskabinett vor. Potzblitz, wahrhaft ein Feuerwerk der Worthülsen. Verpackungskünstler seien die Koalitionäre. Und die loben sich und ihr Bündnis heute, mehr als inhaltlich konkret zu werden. Die Erfahrung in Schleswig-Holstein zeigt, dass es gelingen kann, wenn jeder seinen Tanzbereich bekommt, seine Luft zum Atmen behält. Denn die brauchen wir, damit wir nicht in Beliebigkeit und Austauschbarkeit verfallen. Wenn es uns nicht gelingt, das hinzubekommen, dann werden wir die Demokratieverdrossenheit in Deutschland in einem Maß steigern, dass uns Angst und Bange werden muss. Wir sind zum Erfolg verdammt und man guckt auf Schleswig-Holstein, weil wir es geschafft haben, aus völlig unterschiedlichen Positionen heraus zumindest eine Vertrauensbasis zu entwickeln, die das Projekt Jamaika in Schleswig-Holstein zum Erfolg führen kann. Heute geht es also mehr darum, dass Jamaika überhaupt funktioniert und weniger darum, wie es seine politischen Ziele nun umsetzen will. Noch regiert die Anfangseuphorie und dass Jamaika auch für Berlin ein Vorbild ist, verleiht einigen hier zusätzlich Flügel. Diese Regierung ist zwar zupackender als die Vorgängerin, doch die Mühen des Alltags kommen erst noch. Ob A20 oder G9, die Digitalisierung oder eine neue Kita-Finanzierung. Das sind die dicken Bretter, an denen sich diese Regierung wird messen lassen müssen. Es wird also noch dauern bis zur ersten richtigen Abrechnung der Opposition und der ersten richtigen Zwischenbilanz der Regierung.